Sie sind wieder zurück. Knapp 300 Mädchen, die vor 5 Tagen aus einem Internat im Norden Nigerias entführt wurden, sind wieder frei. Alle 279 Schülerinnen seien bei guter Gesundheit und in Sicherheit, erklärte der Gouverneur des Bundesstaats. Berichten zufolge kommt die Freilassung zustande, nachdem Regierungsmitarbeiter mit den Entführern verhandelten. Geld sei aber nicht geflossen, erklären die Behörden. Seit Jahren mehren sich die Angriffe krimineller Banden im Norden Nigerias. Die Gangs entführen Menschen, um Lösegeld zu erpressen. Außerdem sind sie für Plünderungen und Vergewaltigungen verantwortlich. Die meisten Banden handeln aus finanziellen Motiven und haben keine ideologischen Ausrichtungen.